Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars, es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Bei einem Fall, Darlehensverträge waren von beiden Seiten unterschrieben. Ich rufe an, der Banker sagt, wir zahlen den Kaufpreis nicht aus. Genauso habe ich auch geguckt. Aber wenn beide Seiten schon unterschrieben hatten, die Banken sich ja auch verpflichtet. Jo. Dann können Sie klagen. Das war an einem Montagmorgen. Dann habe ich den Banker mal gefragt, warum nicht. Da kam und jetzt O-Ton. Da wollen Sie und der Kunde uns wohl bescheißen. Wortwörtlich. Wie bitte? Ja, das Grundstück, das ist ja 100.000 Euro weniger wert und das Haus ist auch nur 50.000 weniger wert. Wie bitte? Ja, wir haben unseren Gutachter dahin geschickt und das Haus ist also maximal 220.000 Euro wert. Ich so, guter Mann, der Kunde ist ein Dreivierteljahr mit seiner Frau jedes Grundstück im Umkreis von 30 Kilometern abgefahren, hat sich jedes Grundstück, Baugrundstück, Neubau, Gebrauchtimmobilie angeguckt, hatte auch die Vergleichspreise von den Gemeinden. Die Gemeinden verkaufen in der Regel ein bisschen günstiger als der normale Markt, interessierte ihn alles nicht, wollte nicht auszahlen. Da habe ich zu dem gesagt, Rechtsabteilung einschalten, der ist wie gesagt bei einer großen Firma. Sagt er, ja, würde er normalerweise machen, aber er sah sich seinem Verkäufer gegenüber im Wort, weil die das Haus verkauft haben und aus dem Verkaufserlös wiederum ein neues Haus gekauft haben. So, und dann hat die Bank eigentlich diesen Kunden regelrecht erpresst. Die haben gesagt, okay, ein Darlehen, das war mit ganz normalem Zinssatz plus 1% Tilgung, das musste er jetzt plötzlich in 10 Jahren zurückzahlen. Statt 1% Tilgung hatte er plötzlich 8,5%. Ja. Und sie wollten nochmal, ich glaube, 40.000 Euro Eigenkapital haben. Also selbst wenn die Darlehensverträge von beiden Seiten unterschrieben sind, das war jetzt Gott sei Dank die absolute Ausnahme, ist mir in 20 Jahren noch nur einmal passiert, aber war saublöd. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten. Und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt.